das also anguckt, genau, es war natürlich versiegelt und so fort. Das war mal eine Kleinigkeit, bevor wir dann anfangen, zeige ich euch noch. Ja. Genau, da erkennt man auch also meines Erachtens nach sozusagen die Schwachpunkte dieser Dings da. Das ist also der Blick rein in die Kiste, ins Gehäuse. Ihr seht am Rande, dass das gesamte Dingens mit so Art, ja, wie nennt man das, so Leiterplattenmaterial, also mit Leiterbahn verklebt ist. Die machen so Schlängellinien, sodass wenn man das Ding aufbohrt oder so, wird halt der Strom dann auch gleich natürlich unterbrochen und der Speicher halt gelöscht. Aber ihr seht hinten in den Ecken, da seht ihr, wenn wir das Ganze nicht sehr toll erkennen, da seht ihr sozusagen, also da sind tatsächlich Löcher. Das sind nicht nur Löcher in dem Leitermaterial, sondern auch in dem mechanischen Gehäuse. Und über diese Löcher kann man, wenn man es halbwegs geschickt anstellt, ich habe also mehrere dieser Boxen, entsprechend mit einer Büroklammer oder irgendwas die Kontakte reindrücken und mit Klebestoff dann, also die Kontakte, die sozusagen mit so, wie heißen diese Dinger, mit diesen Dingenschaltern, die auch nicht wach. So, also jedenfalls diese Dinger, die mechanisch, wenn man die Platine, das Innenleben rauszieht, die sich dann sozusagen öffnen können und entsprechend den die Spannungsversorgung des Speichers wieder unterbrechen, die kann man damit reindrücken und dann mit Klebestoff drinnen montieren, sodass man dann das Innenleben rausnehmen kann, um also den Speicher auszulesen. Das habe ich auch vor Gericht mal vorgeführt, das fand ich auch hinreichend überzeugend. Also, genau, da seht ihr das nochmal. Aber gut, ja, wer so ein MM-Modul mal haben will, also ich habe sozusagen Ende 99, da gab es Geldautomaten relativ günstig, weil die hatten so ein bisschen Jahr 2000 Problem, ein, zwei Serien auch, ich glaube, ich habe 4000 Mark bezahlt oder so. Ich meine, gut, dafür hat man dann halt auch so einen 800-Kilo-Tresor, der ja irgendwo noch die Bilder, wo wir das Ganze dann in den Clubraum haben transportieren lassen. Das war insofern eine lustige gruppendynamische Aktion, als dass der Spediteur ohnehin völlig genervt war, weil er bei der Ausstellung des ursprünglichen irgendwie Lieferscheins 80 Kilo gedacht hatte und die sich dann erstmal beim ersten LKW die Hebebühne abgebrochen haben, wo sie uns das Ding dann tatsächlich immerhin in den Hof geschleppt haben, aber in die Räume mussten wir dann selbst damit. Ja, nee, gut, okay, damit haben wir ja, das war jetzt nur das Vorwort. Das war nur das Vorwort. Also die Bilder wirken bestimmt auch irgendwie nach einem ausgiebigen LSD-Abend bestimmt auch sehr gut, die bunten Bilder, die wir da gerade gesehen haben. Da kann man dann irgendwie die grünen Flächen riechen und Du bist ja darüber im Klaren, dass du gerade aufgezeichnet wirst, aber red mal. Wollte doch nur testen, ob ihr schon alle wach seid. Okay, warte Sehr mal. schön, dass du um 10 Uhr morgens auf dem Sonntag doch noch ein paar Leute den Weg hierher gefunden haben. Ja, wir drei sitzen eigentlich hier, weil der Club seit ein paar Jahren, Seit Gründung. seit Gründung der Ansprechpartner für viele Leute, Dankeschön, für viele Leute ist, die Probleme mit ihrer EC-Karte haben. Die übliche Situation ist die, dass die EC-Karte oft abhanden gekommen ist, gestohlen, verloren, wie auch immer. Und die Leute gehen dann irgendwann ein paar Tage später zur Bank oder holen sich mal einen Kontoauszug und sehen, dass das Konto leer ist. Meist nicht nur leer, sondern überleer, sprich irgendwie auch noch im starken Dispo-Bereich. Und die Leute können sich natürlich nicht so erklären, wie das passiert ist, weil die Abhebung am Geldautomaten oder bei Kartenzahlungen ist normalerweise durch eine PIN geschützt, eine persönliche Geheimzahl. Und die haben die Leute natürlich niemandem verraten. So. Ja.
sagen Sie dann erstmal. Sozusagen bei einer Situation, so wie diese hier, das ist jetzt mal, das ist jetzt mal so ein Beispielgutachten, was ich mal gemacht habe. Also so ein richtiges klassisches Standardfall. Ehepaar ist in Berlin zu Besuch, wohnt irgendwo in Westdeutschland auf dem Land. Beim Einsteigen in den Zug am Berliner Bahnhof Zoo reißt ihn jemand, also unmittelbar beim Einsteigen in den Zug, die Handtasche weg. Sie steigen nun aber trotzdem in den Zug ein, weil die Bahnpolizei ihnen sagt, dass man das sozusagen auch, dass Herr Schaffner das auch über Funk regeln kann oder wie auch immer. Was sie dann jedenfalls machen, ist erst an ihrem Zielort 5 Stunden später polizeiliche Anzeige und auch die Sperrung ihrer Karten veranlassen können. Allerdings ist im Zwischenzeitraum ungefähr 12 Minuten, nachdem ihnen, also nachdem der Zug abgefahren ist, also etwa 15 Minuten, nachdem ihnen das entwendet wurde, sind bereits Abhebungen bei der, dem Bahnhof Zoo gegenüberliegenden Deutschen Bank oder irgendwas gemacht worden. Dann läuft sozusagen standardmäßig weiter. Die Kunden, also die sozusagen ihrer EC-Karte beraubten Kunden, stellen diese missbräuchlichen Abhebungen natürlich irgendwann fest und sagen ihrer Bank, Moment mal, da ist uns ja die Karte geklaut worden, und gehen natürlich davon aus, dass die Bank für den Schaden aufkommt, weil sie ja zum frühest, also ihnen frühestmöglichen Zeitpunkt nicht nur Anzeige gestellt haben, sondern auch die Sperrung der Karten veranlasst haben. Ich versuche das noch vielleicht, was weiß ich, etwas kleiner. Die Bank steht allerdings auf dem Standpunkt, dass die missbräuchlichen Abhebungen in der Kürze, also in der Kürze des Zeitraums zwischen Entwendung der Karten und Abhebung am Automaten, könne ja nur möglich gewesen sein, wenn der gestohlenen Handtasche eben ein Zettel mit dem PIN-Code beilag und somit eine Verletzung der Sorgfaltspflicht, die sich aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Verwendung der, in diesem Fall, das ist also hier noch das alte Verfahren der EC-Karte, also wenn sozusagen die Leute dann einen PIN-Code beigelegt hätten. Der Kunde ist dann juristisch in der Situation, dass er, wenn er auf dem Standpunkt steht, dass sein Portemonnaie kein Zettel mit dem PIN-Code beilag und er seine Sorgfaltspflicht nicht verletzt hat, dann muss er das beweisen. Oder andersrum, wenn er sagt, Moment mal, da lag kein Zettel bei, wenn der Dieb so schnell in der Lage war, den PIN-Code herauszufinden, dann hat er ihn vielleicht errechnet, da ist ja schließlich auch ein Magnetstreifen drauf. Und dann muss der Kunde das jedenfalls so oder so beweisen, und dann gehen solche Fälle halt manchmal auch öfter, kann man sagen, vor Gericht. Es gibt da eine ganz interessante Bankenpraxis, die darin besteht, dass man mit den Kunden dann manchmal so eine, da gibt es dann so einen Feilschtermin. Die Bank sagt dann, eigentlich sind wir ja nicht zur Schadensübernahme verpflichtet, aber nun gut, die sind ja ein guter Kunde bei uns und bla bla bla. Und nun behaupten Sie aber hier Dinge, die können so ja nicht im Raum stehen. Also Sie behaupten, das EC-Kartenverfahren sei unsicher und so fort. Und ach, wissen Sie, wir wissen ja auch nicht so genau, was Sie mit Ihrem PIN-Code gemacht haben. Machen wir Ihnen mal einen Vorschlag. Also wir übernehmen, sagen wir mal, 80% des Schadens, und Sie ziehen also Ihre Anzeige mit diesen nicht überprüfbaren Aussagen zurück. Das verändert nicht nur die polizeiliche Kriminalstatistik, sondern das verändert auch die bei den Banken erfassten Felden. Also wenn man offizielles Zahlenmaterial will, ist es sowieso sehr schwierig, da sozusagen ranzukommen, weil die Banken das also gar nicht rausrücken und die Polizei missbräuchliche Abhebung mit EC bzw. Maestro-Karten, wie sie jetzt heißen, und Kreditkarten nicht immer sauber differenziert. Na, wie auch immer. Ich mache jetzt einfach nochmal 2 Minuten sozusagen altes Verfahren. Das ist aber vielleicht nur noch historisch von Interesse. Da gab es halt diesen Generalschlüssel, das war alles eine Desverschlüsselung. Ich kann ja hier mal so durchklicken. Also ja gut, da hatten wir irgendwie bla bla bla. Die Fallbeschreibung, das alte Verfahren basierte eben darauf, dass man ein paar Daten, die sich auch auf dem Magnetstreifen der Karte befinden, also Bankdatei, Kontonummer, Kartenfolgenummer, mit einem DES verschlüsselt, mit einem Institutschlüssel, und daraus dann ist das dann sozusagen der PIN-Code. Beziehungsweise wenn der
Institutsschlüssel nicht vorliegt. Das heißt, wenn der Kunde an einem Automaten eines Fremden diese anfangs gezeigte kleine schwarze Kiste gab, das heißt der Generalschlüssel. Gut, den Aufbau und alles, die ganzen Dokumente, die findet ihr auch vernetzt im Link. Vor Gericht ist dann natürlich, stehen dann immer zwei Sachverhaltsansätze sozusagen sich gegenüber. Die Banken sagen halt, ja, der PIN-Code kann ja nicht berechnet werden, das Verfahren ist absolut sicher, und dann fangen sie an mit der Anzahl der 2 hoch 56 beim WES oder was auch immer, also die Anzahl der bei einer Brute-Force-Attacke notwendigen Versuche und wie teuer das auch sei, um bla 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 zu argumentieren. Bloß, sag mal, wenn man da als Sachverständiger, Gutachter, wie diese Position dann offiziell heißt oder wie auch immer, wenn man da, oder Sachverständiger, Zeuge, wenn man da reingeht, dann ist das natürlich ein Schauplatz und auch gegenüber den Verbraucherschutzzentralen und gegenüber den Richtern, der im Grunde genommen völliger Blödsinn ist, weil ein Täter, also jemand, der EC-Karten entwendet und damit Geld haben will, für den ist ja nicht entscheidend, dass er mathematisch dem Rest der Welt beweist, dass er irgendwelche Algorithmen oder irgendwelche Verfahren zur Berechnung des PIN-Codes umgehen kann, sondern für den ist entscheidend, dass er sich den PIN-Code verschafft, im weitesten Sinne des Wortes. Im weitesten Sinne des Wortes heißt, und deswegen ist dieses Verfahren oder ist dieses Gutachten natürlich auch so aktuell nicht, weil jetzt mal abgesehen von den kryptografischen Verfahren, die sich natürlich verändert haben, und dem Generalschlüssel, den es so nicht mehr gibt, und der Offline-Authentifizierung, die es auch so nicht mehr gibt, sondern das läuft alles jetzt über sogenannte Evidenzzentralen, wenn das Geldinstitut, das die Karte ausgegeben hat, nicht mehr erreichbar ist, gibt es natürlich noch andere Methoden, sich den PIN-Code zu verschaffen, aus sozusagen Tätersicht. Ausspähen ist natürlich das Allereinfachste. Das heißt, man muss bei so einer Begutachtung dann auch immer gucken, wann sind denn die letzten normalen, legalen, autorisierten, vom Kunden betriebenen Abhebungen gemacht worden. Mittlerweile der klassische Fall, sagen selbst Vertreter der Ermittlungsbehörden, ist tatsächlich der Tankstellenpächter, der die Überwachungskamera des Tankstellenraumes eben auf das Point-of-Sale-Terminal richtet und dann mit dem PC noch die Verbindung zwischen Magnetstreifen, Laser und Kasse sozusagen mitspeichert, der sich also so entsprechend die Daten und den PIN-Code verschafft. Hier unten dieser Fall mit dem Vorsatzgerät, der hier zitiert ist, der ist tatsächlich aus dem Jahre 1986, ist also wirklich, reden jetzt hier über Dinge, die sich seit 20 Jahren abspielen sozusagen. Es war gerade, ich glaube, dieses Jahr in Hamburg gab es wieder einen Fall mit einem Vorsatzgerät, wo jemand also vor einen Geldautomaten, also vor den Magnetstreifen-Eingabe, Plastikkarten-Dings da Eingabeschlitz, es ein Teil montiert hat, wo der Daten Film, wie sowas. Achso, das hast du im Film? Ja, das ist im Film. Ja, wollen wir den jetzt vielleicht zwischenschieben? Oder? Ich wollte ganz kurz nochmal, dass wir da diese Begrifflichkeiten haben, was einfach eine EC-Karte ist, welche anderen Varianten es gibt. Dann mache ich kurz den Schotter hier fertig. Okay, also wir kommen dann gleich noch auf also Differenzierung mit anderen Karten und bla bla bla. Ja gut, dann gibt es auch kompromittierende Emissionsgeschichten, also die Abstrahlung, die in diesem Fall die serielle Kabelverbindung zwischen dem Magnetstreifenleser, der sich im Geldautomat befindet, der PIN-Eingabetastatur und dem, also in so einem Geldautomat, ich habe das ein IBM-Modell erworben, mit einer 4079 oder irgendwas, zeige ich gleich noch die Bilder. Da ist wirklich ein ganz pissnormaler PC drin mit DOS 5.0, der halt entsprechend mit seriellen Schnittstellen die Tastatureingaben sich mit dem Magnetstreifenleser unterhält und dann noch so ein etwas größeres Hardware-Interface hat, wo also die Ansteuerung der Geldausgabe, das ist also noch der mechanisch komplexeste Teil in einem Geldautomat, übernimmt. Diese Kabelverbindungen sind natürlich wie andere serielle und auch parallele Datenkabelverbindungen sozusagen mit aufwendiger Funktechnik empfangbar. Und das ist hier so ein kleines Zitat aus einer Konferenz über Wirtschaftsspionage, wo jemand also sowas vorgeführt hat und auch sozusagen eine kleine Dokumentation vorgelegt hat, wie sie also einen Geldautomaten in einem Abstand von 8 Metern
mit also einem kleinen Bus, der dann davor stand und entsprechend ausgelegten Kabelverbindung, wo man einfach so ein Stück Dreckabklebe, wie sagt man, so ein Dreckabklopfteppich da vorgelegt hat, wo dann also entsprechend sich die Spule ausgelegt war und so fort. Also sowas gibt es auch. Deswegen findet ihr in den meisten Geldautomaten, jetzt ist euch vielleicht schon aufgefallen, so ein silbernes, da habe ich auch irgendwo Fotos von, so ein silbernes Eingabepad für den PIN-Code, das komplett aus Metall ist, auch die Tasten. Das ist dann verschlüsselt auch den PIN auf dem Weg zum PC, der sich im Geldautomaten befindet. Ja, dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die Geldautomaten oder zumindest mechanische Einheiten, die so aussehen wie Geldautomaten, immer mal wieder aufstellen. Der klassische Fall ist ja aus Kanada, wo Leute das in so einer Shopping Mall durchgezogen haben, Geldautomaten irgendwie in die Mitte gestellt haben, wo ihr auch andere standen. Und dann haben die Leute ihre Karte eingegeben, ihren PIN-Code eingegeben. Und da sagt der Automat, sorry, funktioniert gerade nicht, nehmen Sie mal lieber einen anderen Automaten. Der Automat stand da wohl ein halbes Jahr oder so, da hat sich niemand groß drüber gewundert. Und deswegen ist dieser Fall sozusagen als Klassiker in die Literatur eingegangen, weil die dann wirklich, ich glaube, $800.000 oder sowas, das war dann schon immerhin sechsstellig abgezockt haben mit der Methode. Also in der Münchner Innenstadt hatte da, das ist hier so ein Fall von, ich glaube, 99 oder so, einer auch, der ist dann wirklich, nee, 97, der ist wirklich blöd dabei dann erwischt worden, wie er ein paar Meter weiter auf der Parkbank mit dem Laptop über Funk irgendwie sich die Daten, die Tagesdaten abgeholt hat. Also ja, muss man natürlich dann, wenn dann schon, ja gut. Social Engineering, klar, geht natürlich auch los bei der Übermittlung des PINs per Briefpost. Im alten EC-Kartenverfahren gab es noch ungleichmäßige Verteilungsverfahren und dann gab es natürlich auch die Frage mit den abgängigen Geldautomaten, wo eben dieser Poolschlüssel drin ist, die Geschichte mit der Sicherheit des DES-Algorithmuses, etwaige Innentäter bei den Banken dürften natürlich auch einen hohen Prozentsatz ausmachen. In Berlin hatten wir den Fall, dass ein Mitarbeiter so einer Evidenzzentrale, die also das Processing für in diesem Fall die Geldautomaten eines ganzen Stadtteils machen, die eben, also Processing heißt, dass sie die Autorisierung machen, im Sinne von, dass sie gucken, ob der PIN-Code richtig ist und so fort und dann mit den Banken nur noch den Abgleich machen in Bezug auf die Zahlungsvorgänge. Das heißt, in so einer Evidenzzentrale sind auch die Institutsschlüssel vorhanden, eben für den Fall, dass das Geldinstitut, was die Karte ausgeben hat, auf dem datentechnischen Wege gerade nicht erreichbar ist, warum auch immer. Der hatte also, gibt es auch immer wieder Leute, die einigermaßen gut abzocken. Ja, gut, das sind dann hier noch jetzt für den Fall vielleicht nicht so wichtige Sachen. Wir hatten irgendwie eine Reihenfolge. Ja, wir hatten eigentlich mal eine Reihenfolge. Vielleicht magst du mir nochmal den. Ja, ja. Gut, dann machst du jetzt mal weiter mit dem. So, nachdem wir jetzt irgendwie schon mal 95% der Problemfälle im Hauruck-Verfahren hier gehört haben. Ich kann das auch nochmal in Detail und langsam machen. Hier. Ich muss jetzt hier nicht damit booten. Das ist higher, wunderbar. Kann man es lesen? Ja. Was wir auch immer erleben bei Anfragen oder wenn Leute mit uns in Kontakt treten, ist, also vor allem auch Journalisten, dass da verschiedene Systeme oder verschiedene Zahlungsweisen durcheinander gebracht werden. Zum einen ist also vielen Leuten nicht mal der Unterschied zwischen einer EC-Karte bzw. Kundenkarte und einer Kreditkarte klar. Ich hoffe, das ist irgendwie soweit klar, dass wir es nicht erklären müssen. Zur Begrifflichkeit, die EC-Karte, also EC war mal die Abkürzung für Eurocheck. Für das Eurocheck-Verfahren, die gab es ja auch in Form dieser richtigen Papierchecks. Das ist alles zum Anfang diesen Jahres, also 2002, abgelöst worden, nämlich durch das Maestro-System. Das Eurocheck-Verfahren hat sich jetzt im Laufe der Jahre nicht mehr bewährt. Die Papierchecks waren von der Bearbeitung her einfach zu teuer und haben auch ein zu hohes Missbrauchspotenzial gehabt, so sagen zumindest die Eurocheck-Betreiber, die Banken. Es wurde also dieses Jahr durch Maestro abgelöst, was im Prinzip nur ein Rechnerverbund ist, also ein Leitungsnetz, was die Geldautomaten miteinander verbindet, wo ich dann also auch im Ausland mit meiner deutschen Karte problemlos Geld abheben kann.
Das ist also die eine Variante, um so eine Karte einzusetzen, ein Geldautomat mit Bargeldausgabe, wo ich dann meine PIN, meine persönliche Geheimnummer brauche, um an das Geld zu kommen. Eine andere Variante ist die Point-of-Sale-Zahlung, auch mit PIN. Das sind also die Geräte, wo ich meine Karte reinstecke und dann meine persönliche Geheimzahl eingebe, um die Zahlung zu bestätigen. Das ist also häufig zu finden, auch in Kaufhäusern, vor allem aber auch an Tankstellen. Dann gibt es ein System, was sich in den letzten Jahren auch sehr breit gemacht hat. Das ist die sogenannte wilde Lastschrift. Das ist also ein System, wo meine Karte im Prinzip nur als Datenträger, um da meine Kontodaten, also sprich Kontonummer, Bankleitzahl, abzulesen. Das sind dann die Geräte, die häufig in kleineren Boutiquen oder sowas benutzt werden, aber auch teilweise auch in großen Kaufhäusern. Die haben ganz einfach den Vorteil, dass sie nicht so viel Gebühren kosten. Das heißt, also, wenn ich jetzt ein Point-of-Sale-Gerät habe mit einer Online-Einbindung, das heißt, wenn die PIN tatsächlich überprüft wird, dann muss ich auch die ganze Zeit eine Datenverbindung haben. Und diese Geräte für die sogenannte wilde Lastschrift, das ist also eher so ein Schimpfwort der Banken dafür, weil die natürlich an diesen Transaktionen, denn an diesen Überprüfungen nichts verdienen. Deswegen ist das ein bisschen ein Dorn im Auge. Da gibt es dann diese Geräte hier, wo ich dann hier die Karte durchziehe, um den Magnetstreifen abzulesen und dann im Prinzip das Ganze wie eine Einzugsermächtigung handhabe. Das sind auch die, kennt ihr wahrscheinlich, wo ihr dann auf der Rückseite unterschreiben müsst. Da steht dann, ich willige ein, das, lalala, lalala. Das heißt also, dass wenn die Lastschrift zurückgeht, das heißt also von der Bank nicht eingelöst wird, beziehungsweise vom Kunden zurückgegeben wird, dann wird die Bank ermächtigt, dem Ladeninhaber Name und Anschrift des Kunden mitzuteilen und dann wird eben eine saftige Rechnung geschrieben, beziehungsweise ein gerichtliches Mahnverfahren eingeleitet. Das System hat aber so eigentlich nichts mit der Karte als solches zu tun oder mit diesem PIN-Verfahren, weil einfach da nur die Unterschrift. Quasi. Ja, vom Magnetschreiben wird nur Kontonummer und Bankleitzahl de facto ausgelesen. Also das hat, und das ist einer der Gründe, warum zumindest eine Zeit lang mal die Banken sogar erwägt haben, die EC-Karte komplett in der jetzigen Form einzustellen. Und durch eine, also zum einen wollten sie den Namen ändern, Maestro, das ist ihnen, also das mittlerweile haben sie davon wieder Abstand genommen, weil sich das Brand, also der Name Maestro, nicht so gut durchgesetzt hat, auch wenn das heißt zwar jetzt EC Cash, ist aber ganz klar nicht mehr auf den Einsatz in Europa begrenzt, das Ding, sondern Maestro wird von, wer war das noch gleich betrieben? Mastercard. Von Mastercard, Eurocard betrieben, was also schon jenseits des Atlantiks abspielt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Idee war, dass Bankleitzahl und Kontonummer nicht mehr auf einem normal lesbaren Magnetstreifen sind, sondern nur noch eine Kartennummer oder durch eine Verschlüsselungsfunktion, wo sich also das Gerät zunächst einmal authentifizieren muss in einem Chip, die entsprechenden Daten sind, damit eben das Lastschriftverfahren schlicht technisch nicht mehr möglich ist und sie nur noch Verfahren haben, wo sie an den Transaktionen direkt verdienen. Vielleicht um nochmal bei dieser wilden Lastschrift kurz zu bleiben. Also das Problem für den Händler ist klar, es gibt also keine Zahlungsgarantie. Das ist also der grobe Unterschied zwischen dem PIN-Verfahren und diesem Lastschriftverfahren. Das heißt, der Händler hat also keinen Anspruch quasi. So, das heißt also, wenn da jemand mit einer geklauten Karte ankommt und eine Unterschrift irgendwie so nachmacht, dass der Händler glaubt, sie wäre echt, dann bleibt der Händler eben auch auf diesem Betrug sitzen. So, da gibt es dann zwar Versicherungen, die so eine Sachen abdecken, aber dann ist teilweise auch noch ein Selbstbehalt da und das ist in letzter Zeit auch in Größenordnung getrieben worden, dass die Betreiber da mittlerweile auch, denke ich mal, Probleme kriegen. Eine Sache ist, dass es nicht ausreichend aktuelle Sperrlisten gibt. Das ging dieses Jahr ein bisschen durch die Presse, dass da einige Leute doch sehr angepisst sind, denen ist die Karte geklaut worden und sie bekommen wirklich noch monatelang oder zumindest mehrere Wochen lang noch Kontoauszüge, wo Leute mit ihrer geklauten Karte bezahlt haben, mit diesem Lastschriftverfahren. Das ist also ziemlich ärgerlich. Das heißt, der Kunde, dem sowas passiert, der hat dann ziemlich viel Ärger mit seiner Hausbank, weil er jeden Kontoauszug genau prüfen muss, gucken, ist es tatsächlich seine Zahlung gewesen und ansonsten dann Rücklastschrift verursachen muss. Das ist für ihn natürlich insofern problemlos, aber er hat erstmal den Stress auf jeden Fall. Der Vorteil, klarer Vorteil gegenüber diesem Bezahlsystem mit der PIN ist, es bleibt eine Unterschrift als Beweismittel da. Das ist also die Frage der Beweislast, die auch bei Geldautomaten problematisch ist, da werden wir noch zu kommen.
Das heißt, ich habe dann ein Stück Papier, beziehungsweise der Händler hat ein Stück Papier, wo eine Unterschrift drauf ist. Und eine Unterschrift ist einfach was anderes als ein Protokolldruck auf dem Geldautomaten zum Beispiel, wo nur steht, ja, ja, die PIN wurde richtig eingegeben, aber da wird ja nie festgehalten, wer jetzt die PIN eingegeben hat. Und so eine Unterschrift ist einfach ein persönliches Beweismittel quasi auf Papier, wo dann jeder Unterschriftenexperte, jeder Schriftexperte sagen kann, so nein, das ist irgendwie garantiert nicht die Unterschrift von dem Kunden, von dem richtigen Kunden. Und in dem Moment ist der dann natürlich fein raus. Und oft ist es auch so, dass die Unterschriften so offensichtlich unterschiedlich sind, dass da niemand auch nur wagen würde, das zu behaupten, dass das die gleiche Unterschrift wäre bei einer gestohlenen Karte. Die Mühe macht sich heutzutage keiner mehr, so eine Unterschrift dann irgendwie großartig anzutrainieren. Vielleicht nochmal zu dem Magnetstreifen auf diesen Karten. Also bei so einer Bankkarte ist hier hinten drauf dieser schwarze Streifen, das ist ein Magnetstreifen, das ist nichts anderes als ein aufgeklebtes Stück Tonband quasi und wird auch seit 20 Jahren oder länger, fast 30 Jahren mittlerweile als Datenträger genutzt. Und was auf diesem Streifen drauf ist, das sehen wir jetzt hier. Also das ist die Spur 3, das ist alles in der ISO-Norm festgehalten. Ihr findet das ganze Material, das ist jetzt auch schon verlinkt als Doku der Veranstaltung irgendwo auf fdpccc.de/docs/cards. Da sind also verschiedene Sachen. Jetzt auch mit dem Wechsel vom sogenannten alten EC-Kartenverfahren, wo es also noch diesen Generalschlüssel und ähnliches gab, der ja die Offsets hier sozusagen benötigt hat, zum neuen EC-Kartenverfahren hat sich der Aufbau der Magnetstreifendaten nicht verändert. Nur sozusagen die algorithmische Berechnung bzw. Generierung und Überprüfung des PIN-Codes. Ich weiß nicht, was kommt jetzt bei mir? Hast du was zum Magnetstreifen? Ja. Oder wollen wir vielleicht erstmal den Film? Wir sind, also ihr merkt es schon, wir sind ganz toll vorbereitet und irre strukturiert. Aber ja, also ich wollte trotzdem nochmal widersprechen. Also wir sind uns an einer Sache einig, und zwar, dass der Trend weggehen wird vom Magnetstreifen zu einer Chipkarte. Aber die die Gründe sind vielleicht unterschiedlich. Also das Problem mit diesem Magnetstreifen, das grundsätzliche Problem ist, es ist natürlich nicht gegen Auslesen geschützt. Und das werden wir nachher auch in dem Film sehen, dass man eben sich auf einfache Art und Weise sozusagen die Daten, die auf dem Magnetstreifen sind, erschleichen kann. Und in dem Moment, wo man die Daten hat, kann man sich selber eine Karte schreiben und kann dann damit sozusagen auf jeden Fall wilde Lastschriften betreiben, aber eben auch abbuchen. Wobei es in Deutschland ein zusätzliches Merkmal gibt, das am Anfang schon angesprochen wurde, dieses MM-Merkmal. Das ist ein nicht-magnetisches Merkmal. Das ist vorher schon aufgebracht auf die Karte. Und das wird von den Geldautomaten ausgelesen, allerdings auch nur von den Geldautomaten. Und dieses Merkmal überprüft praktisch die Echtheit der Karte. Es wird aber wahrscheinlich nicht verhindern, und das ist das, was wir noch nicht ganz rausgefunden haben, aber was so klang, ist, dass ich, wenn ich sozusagen eine andere Karte habe, also eine andere Original-EC-Karte, und da meine Daten draufschreibe, die könnte tatsächlich funktionieren. Aber das haben wir noch nicht in der Praxis umgesetzt. Werden wir auch nicht. Schauen wir, ob das mit dem Ton hinhaut. Okay, also wir zeigen jetzt erstmal einen Film und dann gehen wir ein bisschen auf die Details ein. Ton? Ja, dann löst das mal. Das ist sehr synchronsprechend. Die ist ja doof. Diesen Infrarot-Dings da, dann hätte ich hier ein bisschen was zum neuen Verfahren. Oder sag mal, Frank, was du jetzt noch? Oder willst du erstmal vielleicht direkt im Anschluss hieran nochmal kurz genau die Geschichte? Ist ein Techniker anwesend? Oder jemand mit technischem Sachverstand? Nein.
Ja gut, also ich kann ja eben kurz noch mal weiterziehen, um das zu überbrücken. Also das grundsätzliche Problem ist eben, dass man diese Magnetstreifen auslesen kann. Und ein zweites Problem, was wir haben, ist einfach, dass man da nicht irgendwie eine vernünftige Offline-Autorisation machen kann. Also wenn man jetzt an die alte EC-Karte denkt, wo man genau das versucht hat, Offline-Pins zu überprüfen, da wissen wir inzwischen alle, dass das nicht funktioniert. Und das hat sogar schon ein Gericht bestätigt. Und deswegen ist bei den aktuellen EC-Karten, also denen, die nach 1997 ausgegeben wurden, diese Offline-Autorisation sozusagen direkt im Gerät nicht mehr möglich. Aber die Online-Autorisation. Okay, die Online-Autorisation braucht laut Spezifikation bis zu 7 Sekunden. So, und jetzt, wenn man sich so ein Aldi vorstellt, wo es einfach alles schnell, schnell, schnell gehen muss, ist die Online-Autorisation nicht machbar, denn 7 Sekunden wären für so ein Aldi viel zu lang. Und die Alternative, die halt offline funktioniert, wäre die Geldkarte. Und wenn man an so einen richtig ordentlichen Aldi-Einkauf denkt und an das maximale Guthaben von 400 Mark, was damals auf der Geldkarte sein durfte, kann man sich auch vorstellen, dass das auch keine wirkliche Option ist. Und deswegen sind wir uns in der Hinsicht einig, dass der Trend zur Chipkarte gehen wird, bloß aus unterschiedlichen Gründen. Also ich sehe eher den Grund im Vordergrund, dass eine Offline-Autorisation wieder möglich sein muss in Zukunft, damit das schnell geht. Also, ist ja kein Widerspruch. Okay. Unterschiedliche Motive, die zum selben Ding führen. Wobei ja so bei einer Offline-Autorisation oder Autorisierung ist es so, dass alle Daten, die zur Autorisierung der PIN notwendig sind, natürlich dann auf der Karte enthalten sein müssen. Das ist also ein ganz grundlegender Unterschied. Das heißt also, wenn ich die Sachen online autorisiere, dann brauche ich eine Verbindung zum Rechenzentrum. Das heißt, ich kann also im Rechenzentrum quasi die PIN im Original, so wie sie ist, hinterlegen und dann einfach vergleichen. Wenn ich jetzt die Sachen offline vergleichen will, das heißt also die Richtigkeit der PIN feststellen will, dann muss ich ja alle Teile, die zum Feststellen notwendig sind, dann auch auf der Karte bzw. im Endgerät gespeichert haben, was natürlich viel problematischer ist, als wenn ich die Sachen irgendwo in einem zentralen Rechenzentrum, was unter idealen Bedingungen verbaut ist, das heißt, da kommt also keiner rein, wenn ich die Sachen da habe. Wenn ich jetzt ein Terminal habe, was irgendwo rumsteht, was irgendwie vielleicht doch mal aufgebohrt werden kann oder eine Karte, die ausgelesen werden kann, wo die entsprechenden Teile des Schlüssels drin sind, dann habe ich in dem Moment verloren. Seid ihr jetzt soweit? Ja, dann machen wir halt vielleicht noch ein bisschen mehr. Oder willst du da noch kurz noch eingehen? Gut. Könnt ihr noch mal kurz auf den Rechner umschalten? Was? Achso, ja, genau. Ja, warte mal, damit wir nicht allzu sehr springen. Lass mal kurz das hören, dass wir den eben schauen. Okay, ich bringe das nochmal zu Ende mit den Chipkarten. Also von den Kreditkarten, das ist jetzt ein ganz anderes Kartensystem, aber das hat vielleicht jeder schon mal mitbekommen, dass bei den Kreditkarten genau das jetzt passiert, dass eine Umstellung auf Chip passiert. Und in der Schweiz ist, glaube ich, schon so ein System eingeführt, das EMV-System. Das ist ein gemeinsames System von Europay, Mastercard und Visa. Und da sind auch interessante Dokumente zu online unter www.emvco.com war das, glaube ich. Aber wir haben die URLs auch verlinkt. Und genau dieses System wird genau Offline-Autorisationen erlauben. Und vermutlich wird es ein ähnliches System für die EC-Karte mal geben. Wir haben hier jetzt nochmal, das ist auch ein kleiner Vorgriff noch auf den Fernsehbericht, den wir auch noch zeigen wollten, die Möglichkeit, wie so eine PIN abhanden kommen kann. Das ist also die Sache, die wir in Gerichtsgutachten oder wenn Anfragen kommen, auch eigentlich immer so im Prinzip abspielen. Das ist also zu verlieren, heißt also, die PIN ist quasi von mir weggekommen, dann ist es damit gemeint. Also der Fall, dass die PIN jetzt, so es denn möglich ist, tatsächlich errechnet wird. Aber immer schön präzise, die ist ja nicht weggekommen, die ist ja immer noch bei dir, sie ist nur auch noch woanders. Also so ist es ja präzise. Das meine ich mit verlieren, ja. Das ist im Prinzip genauso wie bei Biometrie sagen und wie meine. Und nebenbei bemerkt, ist dieser Bereich halt auch der juristisch wirklich nicht geklärt ist. Richtig. Das ist also einfach nicht klar, dem Kunde ist eine Sorgfaltspflicht auferlegt, da steht halt drin, ich habe irgendwie diese Dinge auch irgendwo dabei,
in diesem, achso, naja, jetzt bin ich eh nicht auf dem Beamer, in diesem alten Gutachten, der dem Kunde ist auferlegt, dass er den PIN-Code niemals mitteilt, dass er nicht zusammen mit der Karte aufbewahrt, bla bla bla. Die Frage ist, inwieweit ist dem Kunden auch auferlegt, wenn er das zum Beispiel in ein Point-of-Sale-Terminal an einer Tankstelle eingibt, da noch eine Zeitschrift drüber zu legen, damit die Überwachungskamera das mitkriegt. Inwieweit ist der Kunde verpflichtet, wenn er am Geldautomaten steht, an das eine Schlange hinter ihm, das irgendwie abzudecken, dass er den PIN-Code eingibt oder den Leuten zu sagen, dass sie bitte mal nicht direkt hinter der Schulter irgendwie stehen sollen und so weiter und so fort. Und das ist auch am ehesten der Bereich, wo man zumindest auf der juristischen Ebene, also vor Gericht, da irgendwie weiterkommt, wenn man also nachweisen kann, dass zumindest die Möglichkeit bestand, dass der PIN-Code ausgespäht oder der Täter sich ihn verschafft hat durch eben Überwachung oder mit der PIN dann irgendwann im Briefkasten und ich kann erstmal offensichtlich nicht feststellen, dass der geöffnet worden ist. So, das kann ich einfach mittlerweile so machen, oder was heißt mittlerweile, es ist ein alter Trick, über Dampf oder sonst irgendwie durchleuchten, zu gucken, was da für eine PIN drin ist. Wer haftet denn dafür? So, das ist einfach die Frage, das muss dann geklärt werden. Dann haben wir die Sache des klassischen Ausspähen mit einem Spiegel- oder Minikamera. Auch wieder die Frage, wie weit kann dem Kunden zugemutet werden, dass er dieses ganze technische System, dieses ganze Setting von dem Geldautomaten oder von einem Point-of-Sale-Terminal quasi im Auge hat, im Griff hat. Also wie weit kann er sich dann Überblick verschaffen, ob dieses System sicher ist oder nicht. Oder noch extremer der Fall, es wird einfach ein Eingabegerät vorgetäuscht. Das heißt also, da kommt jemand und hält dem Kunden dann so ein Gerät irgendwie hin mit einer Tastatur drauf, was aber in Wirklichkeit vielleicht einfach nur ein umgebauter Taschenrechner ist, irgendwie ein bisschen professionell gebauter. Und der durchschnittliche Kunde, der irgendwo im Realsupermarkt oder sowas damit einkauft, der tippt natürlich einfach irgendwie seine PIN irgendwo ein, weil er glaubt, das wäre so ein Gerät, was dann schon die PIN richtig annimmt und den Zahlvorgang auslöst. Okay, wir gucken jetzt einfach mal den Film. Gemacht, denn die haben eine neue Masche ausgedacht, um an unser sauer Erspartes zu kommen. Diese Einrichtungen machen seit über 20 Jahren den Gang in Bangkok überflüssig. Wer Bargeld erbt, bekommt es flächendeckend in tausenden Geldautomaten. Das ist Thomas Arndt von der Kasse, der diesen Container in einem Gewerbegebiet in Gräfenhainichen jüngst ganz besonders beäugt. Und ist... Hier hat sich ein schier unglaublicher Fall ereignet. In etwa so könnte es gewesen sein. Nächtens, wenn das Gewerbegebiet verwaist ist, tauschen ein oder mehrere Räuber den Kartenleser, der die Tür öffnet, gegen einen manipulierten, baugleichen Kartenleser aus. Dann installierten sie eine Minikamera, genau über dem Tastenfeld des Automaten. Die so erspähten PIN-Codes und die Daten der EC-Karten wurden auf einen kleinen Computer geschickt. Und der hat alle Daten nach Holland gesendet. Dort wurden mindestens 4 Großstädten verhandelt und so 40.000 Euro von atmungslosen Bargeldern erbeutet. 100 Euro nach Holland? 4 Tage lang anflog es an. Dass sich plötzlich ungewöhnlich viele Sparkassenkunden beschwerten. Nun erwischt die hiesige Polizei gemeinsam mit den Kollegen in Holland unbekannt. Wir müssen erwarten, dass hier eine sehr gute Leistungszeit und eine gute Professionalität erwerben war. Die Abnahmen werden wohl schwer werden, denn von Eltern hier die Original.
Ja, dann gehe ich doch kurz auf die Standardschuppen. Kann man nochmal auf den Beamer? Ja, danke. Ja, mach mal ruhig. Ja, also, wir hatten in dem Sommer jetzt eine starke Häufung von Fällen gehabt, von Anfragen. Der CCC kriegte häufige Anfragen der Art, meine Karte ist gestohlen worden und 2 Minuten später ist das Konto geplündert worden und ich habe meine PIN aber nicht aufgeschrieben gehabt. Und dann wollen natürlich auch sehr viele von uns hören, wie man denn jetzt die PIN anhand der Kartendaten berechnet. Also die Antwort dafür haben wir leider nicht und unsere Argumentation geht ja auch eher in die Richtung, dass es viele, viele andere Möglichkeiten gibt, an die PIN zu kommen, die viel leichter sind, als jetzt irgendwie mit harter Krypto daran zu gehen und dass wir hier eigentlich ein systematisches Problem haben. Aber was als Reaktion kam, war, dass in diesem Jahr das Abhebelimit im Geldautomaten im Ausland auf 250 Euro täglich gesenkt wurde. Das fand ich ganz interessant. Denn die, wie eben auch in dem Film anklang, die Automaten im Ausland haben eben nicht die Überprüfung des MM-Merkmals. Das heißt, ich kann da mit einer weißen Karte hingehen, so mit so einer, wo ich meine Daten draufgeschrieben habe und kann tatsächlich abheben. Und das scheint wohl so häufig geworden zu sein, dass die das Risiko reduzieren wollten und dieses Abhebelimit runtergesetzt haben. Allerdings, die zweite Interpretation ist, und die möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten, also These 1 war, das war eine verschwiegene Reaktion auf die Betrugsfälle. These Nummer 2, die sind übrigens beide Thesen von der Gesellschaft für Zahlungssysteme geäußert worden, war, das war eine Maßnahme, um mehr Gebühren zu kassieren, weil der Kunde jetzt täglich zum Automaten muss. Kann natürlich auch beides gewesen sein. Auch ganz nett. Argumentation, die zur Einführung des sogenannten neuen EC-Kartenverfahrens geführt haben, war ja auch ganz interessant. Offiziell hieß es also, dass das EC-Kartenverfahren natürlich sicher ist, aber um zukünftigen technischen Entwicklungen vorzubeugen, man ein neues Sicherheitsniveau gewählt hat, was eben auch die nächsten 100 Jahre dann irgendwie hält. Insbesondere wurde halt das DES-Verfahren, also 56-Bit-Verschlüsselungsverfahren durch Triple DES ersetzt. Wir haben sozusagen auf dem FDP-Server für euch auch, weil wir das ja hier alles nur anreißen können, 2 Dokumente. Das eine ist also die Beschreibung des neuen Verfahrens vom BDB oder wie die gleich heißen, vom Bundesverband Deutscher Banken. Das ist also dieses Teil, wo sowohl Generierungsverfahren der PIN als auch das Überprüfungsverfahren mit dem Triple DES eben nochmal im Präzis auch in Bezug auf welche Felder da reingehen, beschrieben ist. Das zweite Dokument ist eine offenbar auch aus Bankenkreisen stammende Analyse der Sicherheit des neuen Verfahrens, was eigentlich ziemlich niederschmetternd ist. Also man müsste der Meinung sein, zumindest sind da einige Sachen, von denen sind die da nicht so begeistert, die das geschrieben haben. Es war beim neuen Verfahren ursprünglich auch mal vorgesehen, dass es eine Selbstwahl-PIN gibt. Ich weiß nicht, also unserer Kenntnis nach ist das nirgendwo bisher eingeführt worden. Vielleicht hat jemand das tatsächlich? In Polen, ja, okay. Hä? Ich muss mal, klar, meine Aussage bezog sich jetzt auch auf deutsche Geldinstitute, dass kein deutsches Geldinstitut besitzt die Möglichkeit. Wahrscheinlich kennen die deutschen Banken ihre Kunden ganz gut und wissen genau, dass die alle nur 4223 als Geheimzahl wählen. Um vielleicht nochmal dieses neue PIN-Verfahren ein bisschen quasi in Schutz zu nehmen. Also der entscheidende Vorteil ist einfach, dass die Verfahren zur PIN-Generierung und zur PIN-Verifikation, das heißt also, wie so eine PIN erzeugt wird, aus welchen Daten und wie sie dann verglichen wird, auch getrennt sind, im Gegensatz zu dem alten Verfahren. Und dadurch wird es auch erst möglich, überhaupt so eine vom Kunden selbst wählbare Zahl, PIN-Zahl, PIN zu wählen.
Da ist irgendwie eine Frage, eine Meldung. Ja, ich hab nochmal so eine Anmerkung, die man vielleicht in die Liste, weil die jetzt noch nicht genannt wurde, mit drin ist, die auch so ein bisschen zu selbstwählbaren Sachen kommt, wie man auch prima an die PIN rankommt. Also so muss man sich mal die statistische Verteilung von diesen vierstelligen Nummern, die man bei irgendwelchen Online-Kunden-Service-Sachen angibt, das sind zu 80% die PIN-Nummer der RC-Karte. Also wenn der Kunde sich eine vierstellige Zahl wählen muss und der gibt dort an, geben Sie jetzt mal eine vierstellige Zahl an. So. Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Bereich das liegt, ob das jetzt schon grobe Fahrlässigkeit ist, dann in dem man die EC-Kartennummer von sich zu nehmen, aber es machen einfach viele. Gut, wobei die Gleichverteilung, das ist ja auch noch ein Stichwort, was eigentlich vor allem auf das alte EC-Verfahren, PIN-Verfahren. Nee, es ging jetzt um die Selbstwahl, ja gut, okay. Aber also stehen wir nochmal, was die Verteilung, das ist eine Sache, die wir uns auch gefragt haben, dass nämlich laut dem neuen Verfahren müssten wir also eine Möglichkeit haben, dass es wirklich 10.000 verschiedene PINs gibt. Und da haben wir uns überlegt, ob es denn, das heißt also, wenn wir hier 3.000 Besucher auf dem Kongress sind, müssten eigentlich mindestens einige von uns viermal die gleichen Ziffern haben. So, das einfach nach der Wahrscheinlichkeitsverteilung sollte das so sein. Hat jemand hier drei gleiche Ziffern in seiner PIN? Also wir wollen nicht wissen, welche. Wir wollen nur mal. Es gibt da tatsächlich jemanden mit drei gleichen. Aber nicht vier wahrscheinlich. So, bitte. Was die Zahlenverteilung angeht, hätte ich auch eine Frage, ob ihr irgendwelche Informationen habt. Nach mehreren Versuchen und mehreren Konten und mehreren Karten habe ich festgestellt, dass eigentlich bei jeder Kombination ich eine ziemlich simple habe. Also dass zum Beispiel mindestens zwei Zahlen fast immer gleich sind. Und dass ich den Eindruck habe, dass die Banken ein Verfahren wählen, dass der Kunde sich die PIN relativ einfach merken kann. Ja, also ich habe bei mindestens 8 PINs oder so, die sind alle ziemlich simpel gemacht. Da möchte ich nochmal kurz gegenhalten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Ziffern gleich sind in der PIN relativ groß ist, fast 50% oder ungefähr 50%, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber wenn wir uns jetzt mal melden würden hier die Fraktion. Ja, können wir mal sagen, wie viele haben ein gleich, zwei gleich, drei gleich? Mit melden? Ja, ja gut, eine gleich. Okay, also wer hat alles unterschiedliche Ziffern? Wo ist überhaupt nichts identisch? Müsste ungefähr die Hälfte sein. Ja. Okay, so und jetzt mal die genau zwei Ziffern identisch haben. Das müsste die andere Hälfte sein. Ja, das ist ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr, aber ich würde sagen, es ist noch nicht besonders auffällig bei der Stichprobe. Und bei drei gleichen hatten wir jetzt eine Meldung, ne? Zwei. So, ja, drei. Okay, und vier gleiche? Okay, wer hat eine führende Null? Das würde mich mal interessieren. Eine führende Null. Einer. Oh ja. Ja, also die Frage ist deswegen interessant, weil es nach dem neuen Verfahren, sind den Banken mehrere Möglichkeiten freigestellt, wie sie aus dem tatsächlich real errechneten Schlüssel, beziehungsweise also der errechneten PIN, die dann zur Vervollständigung des Schlüssels gilt, sind mehrere Möglichkeiten freigestellt, eine sogenannte Dezimalisierung zu machen. Das heißt, also da kommen ja jetzt nicht mehr Dezimalwerte, sondern dann wohl praktisch Hexwerte raus. Und da gibt es also mehrere Möglichkeiten. Und das war auch ein Angriffspunkt nach dem alten Verfahren, wo dann der Möglichkeitsraum, also der Raum der möglichen PIN deutlich eingeschränkt wurde. Und deswegen hat man das jetzt nach dem neuen Verfahren den Banken auch freigestellt, ob sie die Sachen in Dezimalzahlen umwandeln oder eben nicht. Oder wie sie damit verfahren. Und eine Möglichkeit ist eben auch nur rein zufällige, also die PINs nicht zu errechnen, sondern rein zufällige Zahlen zu nehmen. Die Null wird noch ersetzt. Das ist also eine Option, die Null vorne zu ersetzen, die führende Null. Gut, wobei die Sache auch nur in unseren Fällen oder also in den Fällen, die uns jetzt die letzten Jahre zugetragen sind, alle nur theoretisch sind, weil wir zumindest da, wo wir jetzt mal intensiv rückgefragt haben, es überall so ist, ausnahmslos oder vielleicht mit einer Ausnahme, wo sie denn zu blöd waren, die Täter oder sowas, aus den Protokolldrucken hervorgeht, dass die PIN immer mit dem ersten Versuch korrekt eingegeben worden ist. Das heißt, es ist also nie geraten worden. Also vielleicht haben sie sich mal vertippt oder sowas, aber es ist so, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle die PIN sofort richtig eingegeben wird. Das ist also vielleicht noch ein wichtiges Merkmal bei dem großen Problembereich IC-Karte. Und ja, wobei man dazu noch eine Sache sagen muss, und zwar, das ist zur Anzahl der Ratemöglichkeiten.
Spur 3 ein Feld, ich weiß gerade die englische Bezeichnung, nicht viel Bedienungsfehler ist die deutsche, die normalerweise 3 ist und jedes Mal ein runtergezählt wird, wenn man einen falschen PIN-Code eingibt und wenn man bei 0 ankommt, wird die Karte in der Theorie eingezogen. Wenn man jetzt mit einem Magnetkartenschreibleser dieses Feld manipuliert, wird das dadurch erkannt, dass in den Evidenzzentralen, also in den nicht von den von einer ausgehenden Bank, sondern gemeinsam betriebenen Rechenzentrum, jeweils eine vollständige Kopie der Magnetstreifendaten vorhanden ist, sodass man etwaige Manipulationen am Magnetstreifen unmittelbar feststellen kann und die Karte dann einziehen kann. Allerdings, da habe ich zwei widersprüchliche Aussagen, also zumindest von einem Geldinstitut wurde mir gesagt, dass man den Einzug der Karte schlicht gar nicht mehr macht, sondern und zwar deswegen, weil man nicht in der Datenbank drinne stehen hat, zum einen, ob die Karte nicht eventuell eine Geldkarten, also ein Geldkartenchip drauf hat oder nicht. Man kann ja nicht sozusagen das elektronische Bargeld der Kunden einziehen. Zum anderen, weil ja auch, wenn der Kunde vielleicht wegen Trunkenheit oder was auch immer seinen PIN-Code gerade nicht mehr erinnert, man ihm damit ja nicht die Möglichkeit verbauen kann, am Lastschriftverfahren teilzunehmen. Da habe ich aber, so, also eine andere Aussage ist, dass das Parkes und das Karten sehr wohl noch eingezogen werden. Ich kann das gerade nicht, ich kann jetzt nicht irgendwie das an allen Bankautomaten ausprobieren. Ich weiß nicht, ob da jemand aus dem Publikum was zu sagen kann. Da gibt es jemanden? Nein. Also ganz konkretes Beispiel, Sparkasse, will jemand noch den Ort wissen? Okay, Chemnitz. Ja. Vor 2 Wochen erst, dreimaliger Versuch, Karte wird ausgespuckt, also als noch gesperrt, aber die Karte kommt zurück. Sofort gegangen zum Kundenterminal, Karte wird sofort wieder freigeschalten. Nochmaliges, dreimaliges Versuch mit wieder falscher PIN führt zum Einzug der Karte, kann aber sofort wieder aus dem Geldautomaten geholt werden, weil die Filiale geöffnet war, wird wieder freigeschalten und kann wieder sofort benutzt werden. Also einmalig versuchen zurück und beim zweiten Mal wird sie dann endgültig geschluckt. Ah ja, okay. Das heißt, dass die Anzahl der Fehlversuche sozusagen 6 sind. Ja, du musst dich aber schon wahrscheinlich legitimieren, dann, um die Karte freischalten zu lassen. Wusstest du das? War das auch eine Sparkassenkarte? Nein, nein, die Frage ist, musstest du, als du mit der ausgespuckten Karte nach den ersten 3 Fehlversuchen an Bankschalter gegangen bist und sagst, Entschuldigung, ich habe eine falsche Nummer eingegeben, wollten die dann noch einen Personalausweis sehen oder sowas? Ja, das ist, die Verifikation fand auf jeden Fall statt. Immerhin. Im Rahmen der Diskussion, die wir auch hatten im letzten Jahr, um die Problematik mit der EC-Karte, haben wir uns natürlich überlegt, so, okay, was könnten die Banken vielleicht in Zukunft besser machen oder was können wir vielleicht jetzt Empfehlung geben? Und ja, steck mal ran. Und da ist also ein Stichwort, hatten wir schon die Chipkarte als Ersatz für die Maestro-Karte, also als die bisherige EC-Karte. Ist also auch nicht zu verwechseln mit der Geldkarte, sondern soll also die EC-Karte ersetzen. Sebastian hat es schon gesagt, es wird gewünscht von so Firmen wie Aldi, die einfach eine schnellere Autorisierung machen wollen und nicht auf diese 7 Sekunden warten wollen, sondern möglichst das irgendwie blitzschnell haben wollen. Das würde zum Beispiel auch Leitungskosten reduzieren, das heißt, die Unternehmen müssen dann keine dauerhafte Verbindung, keine Standleitung mehr haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Chipkarten also nicht sofort öffnen, sondern erst in einem Challenge-Response-Verfahren sagen, vom Terminal gesagt werden bekommen müssten, du darfst jetzt du sollst jetzt die Daten rausdrücken. Das heißt also, dass sich das Terminal bei der Karte authentifiziert. Das heißt also, das Terminal sagt, ich bin jetzt wirklich ein echtes Terminal und du Karte, rückst jetzt bitte die Daten raus. Das heißt also, nicht jeder Hinz und Kunz könnte mit so einem Magnetstreifenleser ankommen irgendwie, wo man einmal die Karte durchzieht, dann sind die Daten weg. Wobei, wenn man das wie die französischen Banken machen, die ein Challenge-Response-Verfahren mit Chipkarte haben und dann gerade mal ein 321-Bit-RSA benutzen, ja, natürlich, ist das natürlich das auch für die Füße. Also, natürlich, also das setzt ein sicheres Verfahren raus. Stichwort, aber googelt mal nach YesCard. Also da gab es dann Leute, die die Karte, die immer wieder akzeptiert wurde, deswegen wurde sie YesCard genannt, dann auch gleich generiert haben. Das setzt natürlich sowas voraus, aber ich denke, mit einer halbwegs sicheren Chipkarte
nicht viele, aber einige Jahre Vorsprung kriegen. Glaube ich nicht. Da streiten naja, die doch, Andi, der entscheidende Unterschied ist, dass du die Karte dann in die Hand kriegen musst. Das heißt, also, wenn du anfangen willst, dann mit dem Rastermikroskop und so eine Sachen ranzugehen und den rauszukriegen, musst du die Karte in die Hand bekommen. Ja, aber erstens mal gibt es dazu 1000 Möglichkeiten. Zweitens mal haben wir ja noch gar nicht darüber geredet, wie es mit der Sicherheit der Point-of-Sale-Terminal steht. Das wäre nochmal eine eigene Chose für sich, weil solange die Leute ihre Karte da in irgendeine Kiste reinstecken, die so halbwegs amtlich aussieht, ist auch Schnurz, ob da Magnetstreifen, Chipkarten. Nee, eben nicht. Naja. Naja, der Unterschied ist, dass das Terminal dann tatsächlich echt sein muss und von der Bank ausgestellt ist, weil nur da ja dann der geheime Schlüssel der Bank drin ist, die Chipkarte dazu veranlasst, der sein müsste. Aber es ist halt eben nicht ganz einfach, mal eben einen umlackierten Taschenrechner dahinzustellen. So. Ja, gucken wir. Aber das ist doch bla. Also so Proxys zu bauen wäre dann doch kein Problem. Du brauchst dann halt so einen Taschenrechner, der das weitergibt an das offizielle Gerät, so einen Affen in der Kiste, der die PIN dann in das echte eingibt. Naja, die Sachen sind natürlich auch verschlüsselt dann. Die Übertragung der PIN. Also klar, also ganz blöd sind die auch nicht. Ja, das, was jetzt bei HTTPS auch funktioniert, bei SSL, klar, kannst du dann eine Man-in-the-Middle-Attacke machen, aber wenn beide Seiten beide Schlüssel kennen und das Ganze signiert ist, dann wird schon deutlich mehr Aufwand. Ah ja. Ja. Also die Frage mit der, wo darf man denn eigentlich seine PIN eintippen, die ist ja gar nicht uninteressant, ja? Weil da werden ja alle möglichen Plastikkistchen hingehalten, wo man mal eben seine PIN reintippen soll. Und genau die Frage habe ich die Gesellschaft für Zahlungssysteme gestellt. Wo darf ich denn meine PIN reintippen? Antwort, da wo der Aufkleber mit dem Maestro-Logo drauf ist. Habt ihr vielleicht noch Fragen? Also wir haben jetzt noch irgendwie 5 Minuten, glaube ich, oder sowas. Leider nicht. Noch Fragen? Da. Ich habe eine Frage zu der Maestro-Karte jetzt bei euch in Deutschland. Wird da bisher immer noch der Magnetstreifen benutzt oder eine Chipkarte nichts? Ja, Magnetstreifen. Also weil die müssen ja auch die, haben ja auch noch Umrüstkosten, die sie den Händlern zumuten, wenn sie auf Chipkarten gehen. Und die Geldkarte kann ja so ein bisschen als gefloppt gelten, eben unter anderem auch deswegen, weil die Händler nicht bereit waren, Investitionskosten für chipkartenbasierte Online- und Transaktionskosten verursachende Geräte zu bezahlen, wo sie doch quasi umsonst das Lastschriftverfahren, also so gut wie umsonst, betreiben können. Eine Frage zu diesem MM-Sicherheitsmerkmal. Was ist das genau? Im was bitte? Das MM-Sicherheitsmerkmal. Ah ja, genau, das haben wir vergessen. Da ich ja mal so einen Geldautomaten gekauft habe, kann ich euch also verraten, es handelt sich um einen Infrarot-Indikator eingearbeiteten Barcode, mehr oder minder. Da gibt es auch eine Beschreibung, die ich nachher noch auf dem Webserver werfe, also auf den FTP-Server. Das ist also ohnehin nur in den deutschen Automaten. Deswegen haben sich die Leute mittlerweile auch so ein bisschen internationalisiert. Also die Magnetstreifendaten und PIN-Codes werden zwar in Deutschland ausgespäht, aber Abhebungen finden in der Regel im benachbarten Ausland statt, also über Internet oder wie auch immer, wo dann eben Leute an Geldautomaten mit ohne MM-Modul, weil das MM-Modul ohnehin nur eben die Echtheit der Karte, aufgrund eben Magnetstreifendaten-Dingens, Entschuldigung, bin noch nicht wach, Das MM-Modul sagt nur, das MM-Merkmal sagt nur, dass es sich tatsächlich dabei um eine EC-Karte handelt und nach unseren Informationen sagt das MM-Merkmal auch nur aus, um welche Karte, also um es sagt welche schon Bank aus, dass die Daten des Magnetstreifens sich mit der Karte, also mit der Plastikeinheit sozusagen, dass das dasselbe ist. Du kannst also nicht einfach Magnetstreifendaten einer EC-Karte auf eine Blanko-Karte kopieren oder auf eine andere EC-Karte und davon ausgehen, dass dann die Echtheit der Karte anerkannt wird. Gut, also das ist jetzt die, wie es sein sollte, wie ja, die Praxis ist, und das wissen wir nicht. Und das andere ist, dass vielleicht ein Hinweis noch zu MM-Dings, da weil das auf Infrarot basiert, ist es eben Witterungsverhältnissen ausgesetzt und also insbesondere bei Temperaturschwankungen im unteren Bereich, also im Winter, kommt es wohl sehr häufig auch zu dem Fall, dass die MM-Module sozusagen schlicht ausfallen, nicht mehr so funktionieren.
dass wenn dreimal hintereinander eine Karte falsche, also als nicht echt im Sinne der MM-Modulprüfung gilt, dass dann die MM-Modulprüfung deaktiviert wird, weil man will ja nicht den Cashflow unterbrechen. Ja. Unter Magnetstreifen, also in der Mitte der Karte etwa. Ja, ihr könnt das ja einfach mal euch mit Infrarot. Bitte? Um das dreimal. Wo muss man den Aufkleber draufkleben, um ja, das MM-Modul unsichtbar zu machen? Ich mache dazu noch eine kleine Dokumentation. Ich habe das jetzt nicht die Bilder dazu dabei. Also, aber wenn man sich mal das Standard-OMRO-Modell anguckt, das können ja diejenigen machen, die jetzt noch ein bisschen Zeit haben, dann seht ihr da, nee, auf der anderen Seite, kannst du mal kurz umdrehen, dann siehst du da dieses Loch sozusagen. Und das ist da, wo das MM-Modul, also vielmehr der Infrarot-Sendeempfänger sozusagen, also die Leuchtdioden, reingeschraubt werden. Das können wir vielleicht noch draus machen. Wir sind nämlich jetzt schon ein bisschen über der Zeit und hier ist jetzt gleich die nächste Veranstaltung.